hier in einer ganz geilen Location, Kreuzberger Hinterhof. Ja. Und es wurde gekocht. Ganz simpel gehalten. Ja. Drei einfache Gänge, ein einfaches Menü. Mega einfach, das heißt, du hast hier um 7 angefangen und um. Genau, um 7:30 fertig. Ja. Mit drei Gängen. Nicht schlecht. Ja, drei Gänge Menü, ganz normal der Klassiker Feldsalat mit Tiroler Speck und Kartoffeldressing. Eigentlich ein. Ja, ein klassisches Dressing. Kartoffeln kochen, bis sie wirklich zerfallen, durch ein Sieb drücken, mit dem Zauberstab hochgezogen, mit der und dann mit Balsamico und Salzpfeffer abgeschmeckt. Geil. Das Rezept von meiner Oma kommt aus Königsberg Kloster. Okay. Mit Kartoffelstampf, aber ohne Milch, nur mit Butter. Das ist ein krass geiler Wirt. Eine Karte von Buttermilchsoße. Nee, ach, die ersten Königsberger habe ich gemacht, da war ich 13 oder 14, jetzt bin ich 33. Ja. Also schon locker 20 Jahre Königsberg-Erfahrung. Ja, und als Nachspeise, Mousse am Stiel, genau. Ja, Mousse Schokolade, 5 Kilo Kuvertüre, 90 Eiweiß und Feuer. Das war und ein Schluck Rum ist auch noch reingefallen. Aber da war keine Butter drin, ne? Nein. Nein, natürlich nicht. Und kein Zucker. Nein. War eine sehr gesunde Mousse. Ja. Hat man den nicht angesehen, aber. 60% Kakaoanteil. Ja. Das war mich gut. Aber ich bin halt kein Süßer. Ne? Bisher wäre für mich gar nichts. Ich habe es halt probiert, weil ich es gemacht habe. War lecker. Das war geil, übrigens. Vielen, vielen Dank. Ich muss dir sagen, wir saßen mit deinem Bruder am Tisch. Mhm. Er fand es auch geil, aber er konnte es nicht so richtig zugeben. Und wir haben rausgehört, ihr wohnt auch zusammen. Genau. Und für doch so eine kleine Kochqualität? Genau, wir betteln. Also als erstes bin ich ein totaler Koch-Nazi, ja. Mein Bruder Carsten auch. Das heißt, wir lassen uns nicht in die Tüte gucken. Das klingt alles sehr, sehr einladend, auch die Rivalität und Situation mit deinem Bruder. Wir würden gerne mal zu 5 von euch vorbeikommen und dann selber entscheiden, wer von euch beiden besser ist. Nehmen wir das hin? Und wir müssen es halt wirklich fair aufteilen, wer welche Gänge macht. Ja. Also ich werde auf jeden Fall die anspruchsvolleren machen, weil ich halt nicht den besseren Koch. Natürlich. Nee, aber er kocht auch. Hat dein Bruder auch gesagt. Nicht. nee, ist aber. Ist halt, weiß nicht. Du stehst halt zu zweit in der Küche und willst halt geil performen und geil ordentlich rauslatzen. Hast du Einkaufstipps hier in Berlin? Also, wenn du richtig einen weglatzen willst, wo holst du dann die Zutaten, Gemüse, Fleisch? Ja, wo willst du Gemüse kaufen? Geh zum Gemüsehändler. Okay. Fleisch ist halt immer geil, wenn du es beim Metzger holst. Ich achte immer sehr darauf, dass man wirklich weiß, wo die Tiere gestartet wurden, wo sie aufgewachsen sind, dass sie nicht gemästet werden. Oder einfach ganz normal, aber Schokolade, du kommst Schokolade, fährst du zum Metro. Ist es on tape?